Hallo ihr Lieben, ich bin Alicia Kusumitra und heute habe ich hier mit mir Daniela Fava. Daniela ist die letzten oder im letzten Jahr mit mir gegangen, den Weg zur Priesterin. Ich durfte diese wunderbare Frau einweihen, zur Priesterin der weiblichen Kraft der neuen Zeit. Und sie war auch mit mir hier in Guatemala im März 2021. Und ich freue mich so, Daniela, dass du heute hier bist und uns ein bisschen an deiner Geschichte teilhaben lässt, weil sie einfach so kraftvoll ist und so hilfreich ist für alle Frauen da draußen, die uns jetzt zuschauen. Schön, vielen, vielen Dank, liebe Alicia, dass ich hier sein darf und mit dir sprechen darf und meine Geschichte teilen darf. Ja. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran. Also wir sind ja den Weg, den gemeinsamen Weg letztes Jahr im September, also September 2020 begonnen. Und ich glaube, da war schon das erste Mal, dass du erzählt hast, dass du wirklich unter sehr starken Menstruationsbeschwerden leidest. Vielleicht magst du damit mal starten. Also du hattest ja wirklich sehr, sehr starke Schmerzen, oder? Genau, also es ist so, dass ich ja im Alter zwischen 20 und 30 Jahren 5 Kinder bekommen habe und das war immer problemlos. Gute Schwangerschaften, schöne Hausgeburten, alles gut. Und dann hatte ich mich allerdings entschlossen, mich sterilisieren zu lassen nach dem 5. Kind. Und da ging das schon so ein bisschen los mit den Problemen. Also so starke Stimmungsschwankungen, Hormonschwankungen und stärkere Blutungen und war schon nicht so toll. Und es hat sich dann immer weiter eigentlich zugespitzt, bis das vor ein paar Jahren dann richtig schlimm wurde. Also mit wirklich starken Blutungen, Bauchkrämpfe, ewig lange Blutungen, Kopfschmerzen. Also es war teilweise so, dass ich wirklich gar nicht wusste, wie ich arbeiten gehen soll oder wie ich den Alltag irgendwie hinkriegen soll. Also ging das dann nur mit Schmerzmitteln oder wie hast du das dann überstanden? Nein, das habe ich nicht gemacht. Also Schmerzmittel waren für mich immer tabu. Ich habe mich dann auf die Suche gemacht nach alternativen Möglichkeiten mit Homöopathie, Schüsslersalze, Kräutertees trinken, traditionell chinesischer Medizin und so weiter und so fort. Und das hat auch alles immer ein bisschen geholfen, aber nie so wirklich vollständig. Das heißt, du hast also quasi jedes Mal schon deine Menstruation gefürchtet, wenn sie wieder kam, weil du dann quasi gar nicht fähig warst oder nur schwer fähig warst, den Alltag überhaupt zu bewältigen. Ja, also irgendwann wurde es tatsächlich dann schon richtig schlimm und ja, ich wollte ja trotzdem auch schöne Dinge machen, Workshops und alles Mögliche. Und ich war dann schon immer so, oh Gott, wenn ich da jetzt wieder meine Tage habe, wie schaffe ich das dann? Also das war wirklich ein Problem. Also eine richtige Belastung in deinem Leben. Ja, und dann bin ich eben vor 3 Jahren zu meiner Freundin gegangen, die ist Frauenärztin und zu der habe ich großes Vertrauen, weil die sehr viel mit alternativer Medizin arbeitet. Und die hatte dann einen Ultraschall gemacht und hatte festgestellt, dass ich eine Zyste am linken Eierstock habe, die 6 auf 7 Zentimeter ungefähr groß war. Und dass ich auch sehr viel Schleimhaut in der Gebärmutter gebildet hatte. Und das hat sie mir dann so erklärt, dass durch die Zyste auch noch mehr Hormone ausgeschüttet werden, die dazu führen, dass stärkere Schleimhaut sich bildet und dann die Blutungen eigentlich noch stärker werden. Aber für dich war klar, Operationen kommen nicht in Frage. Das war für mich klar. Und dann hat sie mich auch gefragt, weil sie eben auch mit den Frauen dann eben schaut, was für ein Thema steckt dahinter und was könnte da die Ursache sein, der Ursprung. Und dann hat sie mich gefragt, was ich denn denke und fühle. Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, ich habe den Tod meines Vaters noch nicht verarbeitet. Der war zwar schon einige Jahre her gewesen, aber ich hatte durch die vielen Kinder, die wir haben, auch keine Zeit zu trauern. Also ich hatte keinen Raum und keine Zeit gehabt zu trauern und wirklich Abschied zu nehmen.
Und da hat sie eben auch gesagt, ja, das passt gut, weil linke Seite hat oft wohl mit dem Elternthema zu tun, rechte Seite hätte eher mit den Kindern zu tun. Also es hat eigentlich genau gepasst. Aber ich kam trotzdem noch nicht in die Heilung. Also es wurde dann immer wieder ein bisschen besser, aber die Zyste war trotzdem immer noch da. Und jetzt ist natürlich sicher bestimmt total spannend für unsere Zuschauer. Wie ging es dann weiter? Denn du hast ja jetzt, ich nehme schon mal die Spannung, diese Zyste nicht mehr. Genau, also es war tatsächlich so, dass ich von dir ein Interview hörte letztes Jahr im Sommer und sofort zutiefst berührt war und einfach wusste, ich muss mit dir in Kontakt gehen, weil ich spürte, meine Weiblichkeit braucht Heilung, meine Themen brauchen Heilung, meine Ahnenlinie braucht Heilung und ich wusste, ich muss zu dir. Und dann kam ja alles, wie es kam, dass ich diesen wirklich ganz, ganz wunderbaren Weg mit dir gehen durfte in meine weibliche Kraft. Und ich spürte schon, dass durch die vielen Zeremonien, die wir zusammen hatten, die vielen Treffen, dass ganz viele Themen ans Licht kamen, ich nochmal hinfühlen durfte und sich auch lösen durfte. Und letztendlich war dann tatsächlich, glaube ich, ausschlaggebend für die tatsächliche Heilung der Zyste, die Maya-Massage bei euch in Guatemala, die ich erleben durfte durch die Nana Sebastiana. Und das Spannende ist, ich hatte ihr nichts gesagt. Ich habe ihr nur gesagt, auf den Bauch gezeigt, auf den Kopf gezeigt, weil ich konnte kein Spanisch. Genau, wollte ich gerade sagen. Genau, und sie hat dann einfach gesagt, leg dich hin, ist über meinen Körper gegangen mit den Händen und zack, war an meiner Zyste. Und hat dann, also das hat dann jemand übersetzt, du hast da eine Zyste, also sie hat es sofort gefühlt, hat mir auch noch mal ein Thema dazu gesagt und dann hat sie angefangen zu massieren. Und das war wirklich schmerzhaft. Also ich habe dann immer wieder ganz tief geatmet und sie hat es immer wieder ausgestrichen und ausgestrichen. Und das ging eine ganze Weile. Und irgendwann war es dann gut. Und dann hat sie gemeint, es kann sein, dass du noch mal starke Blutung kriegst und dann sollte die Zyste weg sein. Und so ist es dann letztendlich auch gekommen, dass ich noch mal sehr lange Blutung hatte, 10 Tage oder so. Und dann wurde das immer schwächer, immer schwächer. Die Schmerzen waren ja schon viel besser. Die wurden immer weniger, immer weniger. Und jetzt kann ich tatsächlich sagen, sie ist weg. Es ist Heilung eingetreten. Und jetzt habe ich tatsächlich nur noch 3 Tage Blutung. Also kann es immer noch kaum fassen. Und keine Schmerzen, fühle mich ganz anders als Frau, ja. Also ich fühle wirklich, wie die Kraft jetzt wieder in mich fließt und wie ich ganz anders als Frau sein kann, ne? Ohne diese Schmerzen. Und ja, bin sehr, sehr berührt von diesem Weg der Heilung. Oh, das ist so schön. Ich habe eine Gänsehaut gekriegt, obwohl ich diese Geschichten kenne. Aber es berührt mich jedes Mal aufs Neue. Und es ist einfach so wundervoll. Das hat ja auch so viel zu tun mit der unterdrückten Weiblichkeit, dass wir Frauen Schmerzen erleiden. Weil es ist ja Ausdruck unseres urweiblichen Fließens. Warum sollten wir dabei leiden? Das ist genau wie bei der Geburt. Warum sollten wir Schmerzen bei der Geburt haben? Die Natur, Mutter Natur, hat es gut für uns gemeint und meint es gut für uns. Sie will, dass wir Ekstase erleben in der Geburt, aber auch in unserer Mondzeit, dass wir das feiern, dass wir uns feiern, dass wir unser Blut feiern, unsere Fülle, unser Fließen feiern. Und stattdessen ist es heute normal geworden, dass Frauen Schmerzen haben, dass Frauen Zysten haben, dass sie Myome haben, dass sie Vaginalpilze haben. Also das ist ja alles, wenn du schaust, ist das ja alles der Ausdruck dieses urweiblichen Schmerzes, der sich körperlich ausdrückt. Und ich finde es auch sehr passend. Ich hoffe, ich darf das dir sagen, liebe Daniela, aber deine Mama ist ja an Gebärmutterkrebs verstorben. Und ich glaube, das, was du gemacht hast, dieses vergangene Jahr, du hast damit wirklich auch diesen urweiblichen Schmerz in der Ahnenlinie durchbrochen. Du hast ihn geheilt. Du lässt jetzt wirklich wieder diese Kraft fließen, die nicht viele Jahrtausende auch einfach nicht fließen konnte, ne?
Absolut. Also da hatte ich wirklich auch ein sehr, sehr tiefes Erlebnis bei euch in Guatemala bei der Ish-Zeremonie, Ish für Mutter Erde. Und da habe ich meine Mama und meine Oma so bei mir gespürt und das ging wirklich wie so in Wellen durch meinen Körper durch und ich hatte wirklich so das Gefühl, sie wollen sich zeigen mit ihrem Schmerz, mit ihrem Leid nochmal, auch mit diesen Erkrankungen der Weiblichkeit aus der mütterlichen Ahnenlinie und das ging wirklich wie so Wellen immer wieder durch mich durch und dann war gut. Also das war schon sehr, sehr berührend und ich spüre, dass da eben jetzt ganz viel Heilung geschieht und das wünsche ich mir von Herzen für all diese vielen, vielen wunderbaren Frauen, die das jetzt vielleicht auch anhören, ja, wie du sagst, dass wir schmerzfrei sein dürfen, ja, dass alles seine Ursache hat und dass wir hinschauen dürfen, dass wir hinfühlen dürfen und dass es wunderbare Möglichkeiten der Begleitung gibt, um Heilung zu erfahren. Genau, und dass es auch wieder möglich ist. Ich kenne ja die Maya-Massage nun schon viele Jahre und ich weiß, dass sie auch Unfruchtbarkeit heilt, zum Beispiel. Sebastiana war auch schon mal in Frankreich und dort ist eine Frau zu ihr gekommen, eine Französin, die alles versucht hatte, inklusive künstlicher Befruchtung. Nichts hatte funktioniert. Und dann hat sie einige Tage lang die Maya-Massage erhalten und ja, hat jetzt zwei Kinder, die auf natürlichem Weg zu ihr gekommen sind, ohne künstliche Befruchtung, wirklich natürlich. Und das ist einfach so schön, und wie du auch gesagt hast, dass Sebastiana mit ihren Händen voll gespürt hat. Also die Maya-Hebammen und Maya-Priesterinnen natürlich auch haben schon große Fähigkeiten. Sie spüren die Blockaden, sie spüren den Schmerz. Und die Maya-Massage ist einmal eine uralte Technik, um diesen Schmerz, der in den Körperzellen gespeichert ist, der in der Zyste gespeichert ist, auch wieder ins Fließen zu bringen. Na, und nur dann, wenn er wieder ins Fließen kommt, dann löst er sich ja auch. Und das ist einfach so schön, was ich da immer wieder erlebe. Aber besonders deine Geschichte fand ich so berührend, weil sich bei dir ja dieser Schmerz eben auch schon körperlich manifestiert hatte. Und was ich aber so wichtig finde, ist, gebt niemals die Hoffnung auf. Zu mir haben Ärzte auch gesagt, ich bin unheilbar krank. Unheilbar krank an Neurodermitis, unheilbar krank an Skoliose, unheilbar krank, auch unfruchtbar. Ich habe 7 Kinder. Na, ich habe so viele Unheilbares von den Ärzten bekommen. Und ich habe im Laufe meines Lebens, meines Weges gelernt, nichts ist unheilbar. Wenn du wirklich bereit bist, hinzuschauen, wenn du wirklich wieder dem Ruf der Seele folgst, und das hast du ja ganz klar gemacht, Daniela, hast du gerade schon erzählt, du hast den Ruf gespürt, der dich zu mir geführt hat. Du hast auch ganz klar den Ruf gespürt, mir nach Guatemala zu kommen. Absolut. Und wie du sagst, das ist, glaube ich, noch mal ganz wichtig. Also ich wusste dann irgendwann das Thema der Zyste. Ich hatte Unterstützung gefahren durch Kräuter und so weiter. Aber es war tatsächlich die Arbeit auf der körperlichen Ebene mit der Maya-Massage notwendig, um diese Zyste zu lösen, tatsächlich, die sich da materialisiert hatte. Also das finde ich so wichtig, eben auch zu sehen, dass das alles zusammengehört. Ja, es gehört alles zusammen. Insofern war es ja wirklich ein 9-monatiger Weg in die Heilung, in die Neugeburt, in das neue Fließen, sodass du jetzt wirklich ohne Schmerzen deine Mondzeit genießen kannst und darfst. Und das ist einfach so wunderbar und so hoffnungsvoll für uns alle. Ich finde es so schön. Ja, also das muss ich auch sagen und ich freue mich sehr darüber, mehr lernen zu dürfen und ja, dass wir dieses Wissen eben jetzt auch nach Europa, nach Deutschland bringen dürfen und eben auch die Frauen hier davon erfahren, von diesen alten, weisen Frauen aus Guatemala. Genau, denn ihr kommt ja jetzt wieder nach Guatemala, ihr Priesterinnen, ihr eingeweihten Priesterinnen, um hier auch die Maya-Massage zu lernen und es wirklich auch physisch rüberzubringen, nicht nur darüber zu sprechen, sondern es wirklich auch zu machen, andere Frauen erleben zu lassen, die nicht die Möglichkeit haben, mit nach Guatemala zu kommen. Aber wenn du das wirklich persönlich von den Maya-Ältesten erleben möchtest,
kannst du dich gerne bewerben zur nächsten Einweihungsreise im November 2021. Da kannst du dann nämlich auch Daniela persönlich treffen und mich natürlich. Danke dir fürs Zuschauen. Wir hoffen, wir konnten dir Mut machen, dass du nicht mehr an unheilbar glaubst, sondern wirklich darauf vertraust, dass alles seinen Grund hat, dass Körper und Seele zusammenfließen und dass dein Körper und deine Seele sich nach diesem freien Fließen sehnen und auch gesund werden möchten und können. Das ist immer möglich. Also danke dir von Herzen fürs Zuschauen und danke dir, liebe Daniela, dass du deine Geschichte hier mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank, Alicia und all die wundervollen Frauen da draußen. Danke.